Willkommen zu den täglich neuen Handelsideen, präsentiert von Tickmill. Heute ist Dienstag, der 24. April und wir sprechen wie immer über die Märkte, über spannende Situationen in den Charts und über Stellen, an denen sich der ein oder andere Trade auch lohnt. Bevor wir hier im Endeffekt loslegen, wie immer ein herzliches Willkommen an alle Live-Zuschauer direkt hier auf Facebook und auch an all diejenigen, die die Aufzeichnung auf Facebook Tickmill Deutsch bzw. im YouTube-Kanal von Tickmill sich anschauen. Wenn Sie auf YouTube nichts verpassen möchten, dann abonnieren Sie einfach den YouTube-Kanal von Tickmill und Sie bleiben dann auch dort immer auf dem Laufenden. Schauen wir nun auf den Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin ist mit Risiken verborgen. Das heißt, Sie riskieren hier, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das dazu. Und dann starten wir den Handelstag wie immer mit dem Blick auf die wichtigsten Tagesnachrichten, weil Sie wissen es, Nachrichten können Märkte bewegen. Und da haben wir heute um 10 Uhr in Deutschland einen ganz wichtigen Termin, und zwar den IFO-Geschäftsklima-Index. Sie sehen hier angezeigt die Prognose von 104,7. Der vorherige Wert stand bei 114,7. Das heißt, die Analysten rechnen hier mit einem Rückgang um 10 Zähler. Dann gibt es um 16 Uhr in den USA das Verbrauchervertrauen der Privathaushalte. Auch hier ein wichtiger Punkt für die Entwicklung in der Wirtschaft. Und gleiche Zeit, 16 Uhr in den USA, die Verkäufe neuer Häuser. Das sind die wichtigsten Themen für heute und die Einflusspunkte auf die Märkte. Wenn Sie mögen, hier nach den Nachrichten und den Charts an dieser Stelle noch der kleine Hinweis. Wir analysieren sehr, sehr gern auch Ihre Lieblingsmärkte. Das heißt, wenn Sie mögen, dass wir einen Blick auf Ihren Wunschmarkt legen, dann schauen wir einfach in die Charts hinein und wir starten dann auch direkt mit den Charts. Im heutigen Blog, auf dem Blog von Tickmill, habe ich ein paar Ideen zum britischen Pfund, japanischer Yen, dem Bund und dem Euro-US-Dollar für Sie bereit gehalten. Starten wir doch einfach einmal mit einem Blick in das Währungspaar britischer Pfund, japanischer Yen. Hier der Tageschart als Grundlage für die Handelsidee. Was ist hier die Musik momentan? Wir sehen hier einen sehr schön, auch ordentlich gelaufenen Aufwärtstrend bis jetzt im britischen Pfund, japanischen Yen. Die letzte Bewegung war sehr, sehr, sehr stark nach oben gelaufen. Wir sind jetzt hier in einer Korrektur, die schon ganz schön viel der letzten Bewegung wieder weggenommen hat. Wir schauen einfach mal kurz über die Fibonacci-Levels, die ich mir hier persönlich ein bisschen adaptiert habe für meinen Gebrauch. Also Sie sehen hier, wir waren in dem Tief der Korrektur weit über 50% dieser Bewegung gelaufen. Der Markt hat korrigiert bis ans Ausbruchslevel, das passiert sehr, sehr häufig, und hat danach mit einer Umkehrkerze reagiert. Das heißt, diese grüne Kerze, die der Pfeil hier markiert, war die Tageskerze von gestern. Das war die Umkehr. Hier ist es jetzt wichtig, dass eine Bestätigung des Ganzen folgt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass wir hier einen Start der neuen Bewegung in Richtung dieses alten Bewegungshochs hier haben, um die Marke von knapp 154. Das ist der Anlaufpunkt, damit sich der Trend entsprechend auch fortsetzen kann. Wir sehen hier auch schon heute, der Tag startet positiv, das heißt, der Markt läuft weiter ein Stück weit nach oben. Wir schauen uns das Ganze auch einmal in der Stunde an. In der Stunde ist es ja wichtig, dass vom Prinzip her der Abwärtstrend beendet ist, damit der Markt dann schön nach oben laufen kann. Das ist hier auch geschehen. Sehen Sie, der Markt ist hier schon über die entsprechenden Hochpunkte drüber hinaus gelaufen. Das heißt, hier haben wir ja ich zeichne mal ganz kurz den letzten Trendverlauf für Sie ein, damit wir auch die Marke visualisiert haben, wo er drüber musste. Schauen Sie hier, das war vom Prinzip her die letzte Bewegung im Markt.
hat hier oben gestartet am Korrekturhoch. Da ist der Kurs aktuell auch schon drüber gelaufen. Das heißt, was jetzt wichtig ist, natürlich, dass der Markt sich hier fortsetzt. Heißt, er kann hier ruhig ohne weiteres noch ein Stück weit korrigieren. Und wenn dann auch die Stärke weiter einsetzt, dann haben wir auch schön die Bestätigung unserer Umkehrkerze auf Tagesbasis und die Wahrscheinlichkeit weiterer Kurssteigerungen ist hier dann auch gegeben. Schauen wir auf den nächsten Wert. Etwas, das wir nicht ganz so häufig hier in den Webinaren auch haben, ist die Zinsseite. Und zwar schauen wir hier mal auf den Euro-Bund. Auch dieses Symbol hier, Euro-Bund, ziehe ich in den Tageschart hinein, weil der Tageschart hier für mich auch die wichtigste ausschlaggebende Situation für diese Trading-Idee war. Auch hier schauen wir direkt in den Trendverlauf hinein. Ich habe Ihnen hier mal den großen Trend auch eingezeichnet, um den es mir hier geht. Sie sehen auch, dieser Trend besteht aus Untertrends in den Bewegungen und Korrekturen. Und jetzt sind wir hier in diesem Weg nach unten ziemlich tief in die Korrektur auch gegangen, sind im Bereich des letzten Tiefs hier, bevor die Bewegung gestartet hat, um die 100 knapp 59 Zähler in diesem Bereich. Und da haben wir gestern auch eine Kerze im Chart, wo man sieht, okay, der Markt ist hier schon mal ein Stück weit von diesen Tiefs zurückgekommen. Die Marktteilnehmer haben hier wieder hochgekauft. Das ist das Bild der gestrigen Kerze. Der heutige Tag ist jetzt hier schon auf alle Fälle im grünen Bereich. Das Wichtige ist, dass wir hier an dieser Stelle natürlich eine, sag ich mal, Bestätigung dieses Umkehrmusters, dieser Umkehrkerze hier bekommen. Das heißt, der Abprall, den wir hier quasi im Markt auch sehen wollen, muss bestätigt werden durch weiter steigende Kurse. Das würde dann vom Prinzip in der Stunde so ausschauen, dass sich dieser hier mittlerweile gebildete Aufwärtstrend hier unten definitiv auch mit fortsetzt und der Markt dann vom Prinzip schön weit nach oben laufen kann. Wer wissen möchte, wie es mit dieser Bewegung hier auch ausschaut, wann diese Bewegung hier auch gebrochen wurde, der schaut zum Beispiel mal hier in den 15-Minuten-Chart hinein und da sehen wir die Trendverläufe entsprechend, wie wir sie hier auch haben. Und da sehen wir also relativ leicht, dass der Markt hier in diesem Bereich auch nach unten gelaufen ist und sein Korrekturhoch in diesem Bereich hier oben gehabt hat. Das heißt, im Moment, hier hat sich was verschoben. Das muss hier rüber, so, damit wir es richtig machen. Heißt im Endeffekt, der Markt muss über diese Marke hier oben drüber gehen, über die 159,186. Das hat er schon gemacht. Das heißt, die kleineren Zeiteinheiten laufen hier schon wieder nach oben. Heißt vom Prinzip her, eine Fortsetzung des Ganzen würde dann entsprechend auch dieses Handelssignal positiv untermauern. Und wir können hier davon ausgehen, dass sich dieser Trend nach oben auch entsprechend fortsetzt. Sollte es wiederum nicht zu einem Abprall in diesem Bereich kommen, dann sehen Sie auf der Unterseite gibt es auch noch ein paar Unterstützungen. Die liegen dann im Bereich von 158 um die 2 und hier unten dann das Tief bei 157. Wo haben wir das Tief? Hier unten liegt das Tief bei 157,35. Also die Unterseite hier etwas abgesichert. Auf der Oberseite sehen Sie hier, Sie kennen das schon, was ich hier in einer anderen Farbe einzeichne, an Widerständen kommt aus dem Verlauf der Stunde. Das heißt, wir schauen ja auch nochmal in der Stunde, wenn der Markt nach oben läuft, dann haben wir hier in den eingezeichneten Bereichen entsprechend einige Widerstände liegen, wo der Markt einfach auch rein und durch muss. Das heißt, das sind wichtige Marken hier in diesen Bereichen, die wir hier entsprechend auch anlaufen können, wo dann entsprechend die Widerstände sind. Hier ist etwas verrutscht, das kann ich jetzt leider hier nicht verziehen. Also hier, dieser Punkt ist wichtig, dieser Bereich hier oben, also immer die entsprechenden Hochs der vorherigen Korrektur. Das sind wichtige Widerstandsbereiche, durch die der Markt auf dem Weg nach oben hindurch muss, wo wir auch mit entsprechenden Ordern anderer Händler rechnen können, die entsprechend hier nach uns kaufen. Und damit den Blick zum dritten Paar für heute, wieder eine Währung und zwar der allseits bekannte Euro-US-Dollar. Hier fangen wir auch im Tag an. Was haben wir hier im Tag? Na klar, auf alle Fälle erstmal, wir sehen hier eine Seitwärtsrange oben rumlaufen. Wir hatten hier noch ein etwas höheres Hoch, aber hier gab es bei knapp 1,24,5 immer wieder so oder 4,48 zwischen 1,4,48 und
1,24, was haben wir hier oben, 6 war dieser obere Widerstandsbereich, wo der Markt einfach nicht drüber wollte, im unteren Bereich. Und das ist das, wo der Preis gerade auch wieder notiert. Da ist eine Unterstützung hier, diese blau eingezeichnete Rahmen. Dieser Unterstützung ist momentan das, wo der Markt steht. Und warum schauen wir hier drauf? Ganz klar, der Markt hat in diesem Bereich schon das ein oder andere Mal nach oben rum gedreht. Und das ist etwas, das wir natürlich immer im Blick haben können, weil das hier auch an dieser Stelle wieder passieren kann. Sie sehen es, wie die heutige Tageskerze auch ausschaut. Wir sind schon mal etwas drunter gelaufen, etwas drüber gelaufen über den Rahmen, aber im Endeffekt ein Plus-Minus-Null-Tag aus aktueller Sicht. Das heißt, hier sind beide Dinge möglich. Das heißt, beide Dinge nach oben und nach unten. Ein erneuter Abprall würde hier in dem Moment die Wahrscheinlichkeit ergeben, dass der Markt wieder etwas hier nach oben läuft, dann entsprechend über die Widerstände bei 1,22843, dann hier oben 1,23521 und dann haben wir schon hier oben die knapp 1,2395 in diesem Thema. Das heißt, wir haben dann schon ein Stück des Weges nach oben geschafft. Die nächste Unterstützung sollte hier nicht halten, liegt erst einmal im Chart bei 1,21651 und wir schauen ganz kurz mal noch in die Stunde hinein, damit wir auch sehen können, was muss denn passieren, wenn der Markt hier nach oben dreht. Das heißt, wir brauchen definitiv hier natürlich einen Aufwärtstrend. So gestaltet sich dann im Endeffekt ein Abprall und dann liegen obendran halt entsprechend die Levels, über die der Markt Stück für Stück nach oben läuft, wenn er sich wieder etwas long positioniert. Und ansonsten im Bereich nach unten, wir schauen mal, wie weit wir im Chart hier zurückkommen. Sie sehen es, das ist der nächste Bereich hier unten, den ich eingezeichnet habe, wo dann, wenn diese Linie hier gebrochen wird, die Fahrt nach unten doch relativ frei ist bei 1,26. Ich glaube, weiter kommen wir hier nicht zurück. Wir schauen mal noch in die 4 Stunden rein. Ja, dann haben wir das nächste Level um den Bereich, um diese Marke hier unten, was wir als nächste Unterstützung haben. Das heißt, wenn die 1,216 nicht halten, dann steht die nächste leichte Unterstützung hier in diesem Bereich um 1,212 beziehungsweise dann hier in diesem Level von 1,20879. Das sind die Dinge, die dann im weiteren Fortgang auch möglich sind, wenn der Markt hier nicht hält. Das würde sehr wahrscheinlich den DAX stützen, weil der preiswertere Euro macht den Außenhandel günstiger. Wir sehen auch jetzt in der aktuellen Berichtssaison, die hat ja jetzt gestartet, dass doch das ein oder andere Unternehmen, was im weltweiten Markt auch unterwegs ist, doch einige, sage ich mal, Bremsspuren in der Bilanz drin hat, was die relativ hohen Eurokurse hier entsprechend auch angeht. Also das sollte dann bei weiterfallenden Kursen den DAX auch etwas stützen. Wir werden sehen, was der Euro macht. Die letzten Monate ging es irgendwo seitwärts. Wir sehen es auch hier in den Märkten. Es ging nicht wirklich deutlich unter die 1,217 und auch nicht deutlich hier oben über den Punkt von, was haben wir hier oben im Hoch haben wir gehabt, diese Mehrfachtops bei um die Marke von 1,25,2 und die letzten Pendeleien liefen, wie schon gesagt, um die 1,24,4 in diesem Bereich. Also wir haben keine wahnsinnig starke Dynamik nach oben. Nach unten werden wir jetzt sehen, was ist. Wenn der Euro preiswerter wird, könnte das entsprechend auch den Index stützen. Und das sind die Dinge, die wir hier aus den Charts und auch aus dem Zusammenspiel zwischen der Währung, dem Euro und der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland auch sehen können. An dieser Stelle werfe ich nochmal einen Blick in den Chat, ob noch Fragen sind. Ich sehe gerade, Fragen sind gerade auch keine da. An dieser Stelle sind wir für heute mit der Besprechung der aktuellen Handelsideen auch durch. Morgen früh gegen 8 Uhr gibt es wieder den Blog-Eintrag auf blog.tickmill.com. Da finden Sie immer wieder die Einstellung bzw. dann auch direkt im Facebook, wo Sie jetzt auch dieses Live-Webinar schauen können. Für all diejenigen, die das Webinar im Nachgang schauen, können Sie sehr, sehr gerne natürlich auch Ihre Fragen stellen und die Fragen kann ich dann in Teilen auch morgen im nächsten Webinar beantworten. Also dann wünsche ich Ihnen gute Trades und bleiben Sie gesund. Bis morgen, Ihr Mike Seidel.